Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 3. Ab heute mit dem neuen Mikrofon. Und eventuell erinnert ihr euch ja noch, wir haben beim letzten Mal in dieser einen Mission ein bisschen Probleme gehabt. Aber haben sie ja dann doch lösen können. Da wollte ich gar nicht rein. Da wollte ich erst gleich rein, weil ich erstmal noch was machen will. Und zwar hier bei der Herstellung. Einen Waffengurt. Zack, haben wir einen Waffengurt hergestellt. Jetzt können wir nämlich zwei Waffen mit uns tragen. Und da würde ich nämlich einmal... Schauen wir mal hier rein. Da hatten wir ja diese beiden schon. Muss kurz gucken. Die ist besser. Hammer, kein Aufsatz, ist okay. Ausrüsten. Machen wir jetzt einfach mal hier. So. Jetzt dürfen wir zwei Waffen ausgerüstet haben. Hier geht's raus. Und wir sollen als nächstes mit Dennis reden. Wo sind denn die Äffchen? Da sind die Äffchen. Aber zuerst gehen wir mal hier hin, weil hier ein lustiges... Hör mal, was ist das denn für einer? Hallöchen. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Messer werfen. Hast du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Okay. Machen wir mal Anfänger. Ich glaube, ich hätte üben sollen. Okay. Ja, ich hätte üben sollen. Gibt's ja dieses Training. Oh Gott. Was ist denn das? Verdammt. Okay. Wir müssen gedrückt halten. 25. Oh Gott, wir sind ja so geliefert. Können wir es überspringen? Ja, können wir. Ah, 50. Haha. Erste Messer gefällt und jetzt sowas. Dann ist jetzt er wieder drin. Das ist ja cool. Ich mag solche Minispiele in solchen Games. Ist immer schön. Du bist eine Niete. Aber gut, wir haben auch zum Glück nur einen 50er-Einsatz gemacht und haben auf Anfänger gespielt. Wenn der schwerer wäre, würden wir wahrscheinlich ziemlich abkacken. Oh. Okay. Zackelt halt doch ziemlich hart. So, jetzt ist er wieder dran. Vor allem, wie er das Messer nimmt. Naja, hat auch verkackt. Das ist sehr gut. Wir haben schon mal mit diesen 1x50 Punkten mehr wie er nach 4 Würfen. Das ist super. Na komm. Na, 25, Alter. Der kriegt uns doch jetzt hoffentlich nicht mehr. Achtet mal drauf, wie er das Messer hat. Der dürfte keine Finger mehr haben. Waren das jetzt schon alle Würfe? Wie oft werfen wir denn bitte? Oh. Sehr knapp, mein Freund. Verdammt. Ich habe $100 gewonnen. Gewonnen, nicht gewonnen. Komische Verben. Willst du nochmal? Nee. Nee. Ich will nicht wissen, wie du auf höhere Schwierigkeitsstufen abgehst. Hier haben wir noch einen. In dem reden wir jetzt. Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling, mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör, meine Tochter Nadja und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadja, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr. Kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Finde Nadja und ihren Liebhaber. Ja, dann ziehen wir das mal Dennis vor. Ich weiß gerade eh nicht, wo der ist. Ja, ziehen wir das mal dem lieben Dennis vor. Ich sag ja, ich mache auch gerne den ganzen anderen Kram neben her und versuche auch, den ganzen Kram zu erledigen. Jetzt hoffe ich nur, dass hier irgendwo ein Auto steht, aber... So, können wir jetzt die Waffe wechseln?
Hier können wir die Waffe wechseln. Ah, super. Das ist grandios. Wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass wir auch irgendwo ein Auto haben. Da steht ein Auto. Aber das ist auch schon hier dieses Questgebiet. Befreie das Gebiet von aggressiven Tieren. Oh, das sind diese. Ich brauche ich doch. Ich hoffe nur, hier ist keine Schlange oder so. Hey, hey, hey. Wow, wow. Verschwinde. Das gibt's nicht. Ah, wie macht man das Messer? So macht man das Messer. Oh, ein Messer da drauf gehauen wie so ein Verrückter. Aber okay. Das sind diese. Ah, ich wollte doch gar nicht heilen. So. Egal. Das gibt's nicht, ey. Was diese Müllviecher aushalten. Es ist ja echt unglaublich. Heilen wir uns nochmal. Und da kommt schon direkt der nächste. So, den haben wir direkt erledigt. Huh. Egal, gut, den hat es ziemlich schnell zerschossen eben irgendwie. Müssen wir nur gucken. Den hier können wir noch häuten. Huch, das war, hey, lol. Wie diese Streifen lang macht man das cool. Sind wir wieder schön, solche Animationen zu sehen, finde ich. Jetzt nehmen wir von hier noch den, die Haut mit. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt erledigt haben. Und wie viele wir noch erledigen müssen. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt mit dem Heilen. Ja, das hat noch ein bisschen was gebracht. Machen wir gleich weiter und dann dürfte unser letzter Lebensbalken ja auch noch voll sein. Besser ist es. Hey, du Mistvieh. Das gibt's doch nicht. Und das haben wir auch noch erledigt. Sehr schön. Komodowarane. Komische Viecher. Lass mich gucken, dass ich alle Pfeile wieder kriege. Oder ich weiß gar nicht, ob ich alle habe. Ich komme gleich zu dir da hoch. Erstmal dein Freund hier. Hat eine komische Pistole dabei. Leiche plündern, okay. Das war wahrscheinlich ihr Liebhaber, der mit ihr Selbstmord begehen wollte. So, was ist los? Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen, aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Na, alle. So. Coole Sache. Aber da hochzukommen ist doch gar nicht so schwer. Egal. Wir sollen mit Dennis reden als nächstes. Und dann machen wir das auch. Und nehmen einfach aus Faulheit dieses Auto hier. Aber ich schaue mal noch kurz auf der Karte, wo Dennis denn sich gerade aufhält. Da, im Dorf der Amanaki. Super. Das ist hier direkt da drüben. Ich muss mich noch mega dran gewöhnen, dass ich jetzt ein Mikro vor dem Mund habe. So, fahren wir da rüber. Diesen ach so weiten Weg. Hier ist noch eine Jagdquest. Das ist auch schön. Jagdquest mache ich ja auch gerne. Aber wann anders? Wir wollen ja auch storytechnisch weiterkommen. Bei jeder Session mindestens einmal, würde ich sagen. Ansonsten viel Zeug auch nebenher machen, weil ich habe auch schon gehört, später kann man dann irgendwelche Pillen schlucken und solche anderen Sachen erleben. Und da will ich natürlich nichts verpassen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Dennis. Was ist passiert?
Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Alles klar. Das sieht ja dann ziemlich klar aus, was wir machen müssen. Ich wollte noch mal kurz nachgucken, was der nächste Waffengürtel... Was der nächste Waffengürtel kostet. Weil diese Waffengürtel sind schon cool, da können wir nämlich mehr Waffen mitnehmen. Hirschfell, okay, Hirschfell haben wir noch nicht. Was haben wir hier denn sonst noch so? Munitionsbeutel. Wildschweinfell stellen wir her. Robuster Munition, Büffelfell. Büffel gibt es hier auch noch, was es hier alles für Viecher gibt, ey. Sprengwaffenbeutel, brauchen wir Ziegenfell. Pfeilköcher. Robuster Pfeilköcher. Brauchen wir Tapirfell. Können wir hier... Ja, hier können wir auch was herstellen. Auf 8 und 7. Ja, mal legen wir einfach mal hier drauf. Was ist das da? Jagdinstinkt. Tiere können über ihren Geruch wahrgenommen werden. Außerdem fliehen scheue Tiere nicht, wenn man sich ihnen nähert. Okay, ich bin gerade nur am Ausprobieren. Ich glaube aber eh nicht, dass wir die Ark brauchen. Haben wir hier noch Kampf? Haben wir auch noch eins? Dann haben wir erweiterte Wahrnehmung. Geschärfter Sinne ermöglicht es, Gegner durch ihren Geruch und Sprengstoff über seine Ausdünstungen wahrzu... Das klingt komisch. Nehmen wir aber trotzdem mal mit. Was haben wir denn sonst noch hier? Spitzentasche. Brauchen wir Schweinsleder. Beuterucksack. Brauchen wir auch wieder Tapirfell. Brieftasche. Kasua-Leder. Ansonsten Sprengstoff für Flammenwerfer. Brauchen wir noch mehr Hundefell. Raketenmündel brauchen wir auch Hirschfell. Gut. Ich wollte mir nur hier mal so einen Überblick machen, was wir alles brauchen, um Sachen zu bauen. Jetzt wissen wir ja schon mal, was unsere nächste Quest ist. Und würde ich sagen, begeben wir uns mal direkt dahin. Diese Jagdquest hier machen wir wann anders. Wie gesagt, ich habe ja, wenn ihr fröhlich geschaut habt bisher, wisst ihr ja eigentlich, dass ich wirklich alles machen werde mit der Zeit. Und ich hoffe es auch einfach, dass wir da alles zusammen kriegen. Der Punkt wird zwar schon auf der Karte angezeigt, ich schaue aber trotzdem lieber... Oh. Da gibt es Tapir auf dem Weg. Das ist schon mal super. Das machen wir später irgendwann. Aber da wir jetzt dahin müssen, bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht zuerst dieses Dorf hier machen. Weil ich hätte gern einen unbeschwerten Weg dahin und dann räume ich einfach mal alles weg, was mir da in den Weg läuft. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, das mit den Pflanzen hier und so, das lassen wir einfach mal weg, vorerst. Jetzt kommen wir in ein Gebiet, das wir noch nicht kennen. Halt, wo ist denn der nächste Funkturm? Der ist da hinten, der. Boah, der ist ein bisschen weit weg. Und dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir zuerst den Funkturm. Oder wisst ihr was, wir fahren. Müssen wir denn hier rum? Aber da ist auch ein Funkturm. Ja, nehmen wir zuerst den Funkturm. Wir gehen ja nicht zu der Quest, sondern fahren jetzt in diese Richtung zum nächsten Funkturm. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Steigen wir hier mal aus. Da rennt uns keiner hinterher, oder? Nee, da rennt uns keiner hinterher.
da rumzuschreien, Mann. Ihr habt's echt nötig. Gut. Da ist der Funkturm. Latschen wir jetzt erstmal dahin. Und ich glaube, ich bin da falsch gelaufen, oder? Aber hier oben ist so schön ruhig. Das ist cool. Selbst wenn hier welche wären, hier wären... Ah, verdammt. Müssen wir hier rumlaufen. Aber ist ja kein Problem. Frage ist halt nur, ob da oben wer ist. Ich hoffe nicht. Und nein, hier sieht's ruhig aus. Brieftasche voll. Na super. Ich hasse es, wenn meine Brieftasche voll ist. Was machen wir denn da? Ja, ausgeben tun wir später am besten noch was. Genau. Das ist wohl... Ratten. Okay. So, da sind wir hier. Irgendwas könnte ich da eben angreifen. Egal. Und springen da jetzt hoch. Wird das mal wieder eine kleine Kletterpartie hier. Beziehungsweise die Treppen helfen uns da ja schon mal ziemlich gut. Und dann geht's noch weiter hoch. Und oh, kann ich hier rüber? Ja, ich kann hier rüber. Wunderbar. Hier. Super Sache. Dann sind wir ja schon gleich ganz oben. Und haben dieses Gebiet hier freigeschalten. Wenn man mit dem Sniper kann ich da nicht irgendwie besser. Schauen wir mal da unten lang. Man sieht aber von hier aus keine Gegner. Mhm. Schade eigentlich. Jetzt hätte ich das ganze Dorf einfach ausgerottet oder so. Okay, das geht. Ah, von innen muss man einfach reingehen. Ach, das geht jetzt schon bis ganz hoch. Dann haben wir diesen Kartenabteil auch geschafft. Boah, schon wieder dieser absolut geile Ausblick. Guckt euch das an, ey. Es ist echt... echt unglaublich gut. So. Her mit dem Funkturm. Den Störsender entfernen. Und alles wieder zum Richtigen bringen. Und jetzt sehen wir nochmal diese unglaublich geile Umgebung. Kleine Dörfchen. So, steht da jetzt auch irgendwo dabei, der wievielte Funkturm das war? Nee. Ah, doch. Ah, warte mal, halt. Gratis im Shop. Ja, jetzt gibt's den Kurvenbogen gratis. Na super. Also ich weiß nicht, ob es wirklich lohnt, sich Sachen zu kaufen, wenn wir die später teilweise eh gratis bekommen. Also